Dirk, 120, mindestens 120 Länder hast du bereist, viele Begegnungen mit sehr spannenden Menschen und mit gefährlichen Tieren. Eine Begegnung war mit einem Grizzlybär. Ja. Kannst du die uns ein bisschen schildern? Wir waren in Alaska, da gibt es eine sehr abgelegene Gegend, da kann man nur mit dem Helikopter hinfliegen und da steht eine Hütte und da fliegt man halt hin, wenn man Grizzlies aus nächster Nähe filmen will. Wir haben in der Hütte übernachtet, alle zusammen, das Team, und ich musste morgens pinkeln und verlasse die Hütte und komme zurück und da steht dann an der Eingangstür ein Bär, ein wirklich großer Grizzly, und versucht gerade die Tür so einzudrücken. Und ich kann durch die Glasscheibe sehen, wie das ganze Team auf der anderen Seite gegen die Tür drückt und zuhält. Guck mal, wir haben zufällig etwas zugespielt worden. Deshalb gibt es dieses Bild auch von innen und von sind außen. Sind Sie da noch pinkeln gegangen? Das war beim Pinkeln quasi, diese Perspektive. Aber wow. Und dann drehte der Bär sich halt um und stellte fest, ich komme da nicht rein. Ich war nur mal kurz draußen, während die anderen Frühstück machen. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Und dann kam der Bär zurück und das Interessante an solchen Situationen, da drücken Sie der Spalt war schon offen. Ja, der Spalt war schon offen. Bären sind halt sehr klug und neugierig und potenziell gefährlich und dann kommt er immer näher und dann fragt man sich, okay, ich bin ein Eiszapfen, ich bewege mich nicht. Wie viele Meter waren das jetzt? Abstand? Zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. 200 Meter. Das ist schon gemütlich. Also und ich stehe da mit dem Kollegen, wie man an dem Schatten sieht und wir filmen beide ganz entspannt mit dem Handy. Also und nachher werden die Knie weich. Nachher werden die Knie weich. Das Erstaunlichste, ja, für den Heldenmut geklatscht. Aber für mich das Erstaunlichste an dieser Geschichte ist, dass man zu zweit zum Pinkeln geht und dann auch noch mit Handy. Ja, naja, das Handy hast du natürlich immer dabei. Warum? Weil man immer was filmen kann, wie das ja belegt. Und ja, wir waren beide zum Pinkeln draußen, aber wir waren nicht zusammen in einem Baum. Okay.